Und damit recht herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde FIFA 14 mit Schachtar Donetsk. Augenblick noch, damit man auf die Ausstellung gucken kann. Ja, mal ein bisschen in die Ukraine. Überhaupt einen Gegner dafür finden. Wenn alle nur mit den 5-Sterne-Mannschaften spielen, wird schwierig mit so einer Mannschaft jemanden zu finden. Ja. Oh, Gegner gefunden. Gestern habe ich mir selber einen blauen Fleck hinzugefügt wegen FIFA. Danke FIFA. Weil ich mich tierisch aufgeregt habe. Ich habe kein einziges Spiel gestern gewonnen. Das ich mal gemacht habe selber. Ich glaube, 6 oder 7 Spiele habe ich gemacht. Ich glaube, 2 Unentschieden. Einen Sieg habe ich schon hinbekommen, aber da ist die Verbindung zum Gegner abgebrochen. Und diese Trikotfarben sind echt nervig. Alter, was für ein geiler Anfang. So kann es immer laufen. So kann es immer laufen. So. Abseits. Mist. Ein dreifaches Mist, Hurra. Oh, endlich durfte ich mal einen Zweikampf. Das war gestern extrem nervig. Ich habe nie einen Spieler bekommen in der Mitte. Ich habe nur Kopfball-Gegentore kassiert. Weil immer wirklich. Was soll ich sagen? Immer kein Spieler in der Mitte war. Oder ich habe, wenn ich einen bekommen habe, ist der erst gar nicht in den Zweikampf gegangen. Ja. Ah, Mist. Ball zu weit vorgelegt. Mal wieder. Was sie ganz gerne machen in FIFA, die Spieler von sich aus. Alter, oder sowas. Sowas hasse ich. Wieso hüpft der immer Mitte am Ball vorbei? Alter. So einen schönen Beginn gehabt. Dann so ein Tor kassiert. Ey, Alter. FIFA regt mich auf. Da. Das kann ich nicht verstehen. Wieso haut er am Ball vorbei? Och, lass doch den Ball keine 10 Kilometer jedes Mal abprallen. Da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Och. Oh, wieder. Wieso legen sie sich jedes Mal den Ball so weit vor? Das verstehe ich nie. Oh, und dann so ein Pass. Oh, zum Glück hat das ausgebügelt, der Idiot, aber... Nee, hat er nicht. Mann. Oh, danke. Alter. Weil ich verstehe nicht, warum... Achso, er auf den Ball zugegangen war. Ich verstehe selber nicht, warum er da gerade abseits gepfiffen hat, aber... Der Spieler, der eigentlich den Ball gerade bekommen hat, von mir in die Füße gespielt, der stand nicht am Abseits, aber ich danke ihm, weil mein Spieler hat das Falsche gemacht. Oh! Der FIFA mag mich nicht mehr, definitiv.
Mann, 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 ey. Lauf doch schneller, Idiot. Alter. Alter, ich hab noch nicht mal X gedrückt. Oh. Mann. Sowas ist auch toll. In so einer Situation mit der Hacke den Ball versuchen zu spielen. Toller Vorteil, muss ich ja schon sagen. Mann! Da ist es. Mann! Super. Nee, Super Bayern passt jetzt nicht. Super Donner, Super Donner. Okay. Und raus. Mann. Oh. Ach, übrigens, ohne Facecam. Bevor die Fragen kommen. Hoppala. Oh, das war jetzt ein ganz blödes Lachen. Sowas ist kein Foul. Gut zu wissen. Der hat mich eindeutig weggeschubst, aber. Naja. Ich führe erstmal zur Halbzeit. Ja, ohne Facecam. Facecam mag mich nicht mehr. Zumindest bei auf YouTube mäßig. Mit dem Hochladen. Videos mit Facecam, das nicht irgendwie beschissen monetarisieren. Oh. Mist. Wenn du jetzt flankst, ist es abseits. Oh, endlich mal wieder in der Mitte verteidigen können. Ihr wisst nicht, wie ich das vermisst habe. Das habe ich vor 2 Folgen auch schon gesagt, wo ich mit Portugal 4 Tore geschossen habe. Sauber. Ja, das pfeift er natürlich, dass der mich eben in der ersten Halbzeit weggeschubst hat, das hat er nicht gepfiffen.
Der war drüber. Oh! Mann, 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 Mann. Ich hab gedacht, ich verursache jetzt noch einen Elfmeter. Oh! Angeber. Abseits. Diese Pässe, die kommen nicht mehr durch irgendwie. Wechseln. Wieso steht eigentlich Bernard? Der spielt doch da. Nee, der spielt links. Wieso spielt der links? Gott. Wen bringe ich? Ich bringe Fred. Da habe ich vorhin gesehen, dass der ziemlich schnell ist. Luis Adriano ist fast tot. Für ihn kommt Eduardo. Ist er eigentlich ein bisschen schneller? Nee. Genauso lahm. Mist, 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 Mist. Alter, komm aus der Mitte raus, Idiot. Oh, ich wollte nach unten. Ich wollte nicht Eduardo schicken, ich würde Bernard schicken. Ja, das pfeift er natürlich. Weil er wusste, dass er nicht durchkommt. Wenn er durchkommen würde, wäre das sehr schön gewesen, aber nö. Ja! Ey! Ah, zum Glück abseits. Da hatte ich jetzt auch meine Genie an die Bälle dran. Die versuchen und machen irgendwelche Luftakrobaten. Ronaldo, der springt immer dazwischen. Wenn ich zumindest gegen ihn spiele. Oh, was macht der denn da? Warum geht er nicht mit dem Kopf dahin? Da sitzt er zum Seitfallzieher an. In der Position würde ich doch nie an den Seitfallzieher denken. Ich hab. Danke. Das meine ich. Genau das. Meine hüpfen dann immer irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber am Ball vorbei. Und raus die Scheiße. Alter, das kann doch nicht sein, dass der immer im richtigen Moment dazwischen grätscht. So. Oh, es war eigentlich überhaupt nicht so geplant, aber die Chance ist irgendwie doch noch zustande gekommen. Oh. Nein, 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 hau raus die Scheiße. Ja, 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 danke, Torwart.
Oh. Meiner ist schneller. Wieso schießt der denn so merkwürdig? Ja! Ja! Drittes Spiel, dritter Sieg in dieser Saison. Ja! 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 Ja, lalalala. Vier, lalalala. Scheiße. Scheiße. Oh. Hui. Das kann ich ja überspringen, ne? Ja, gut. So. Ich bin immer noch überrascht, dass ich nur 14 Niederlagen bisher kassiert habe. Naja, was soll's. Das war's mit der heutigen Folge FIFA 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, haut rein, euer Hänselmann. Ciao.